Oida, was geht ab, Leute? Team Wabbelt hier. Heute testen wir wieder ein paar Starthände. Da ja Chongs Video so gut angekommen ist bei euch. Aber bei unseren Mitgliedern eher nicht so. Da waren die Leute nicht so begeistert, vor allem Tati nicht. Aber heute testen wir mal Nikos Deck und Nikos Hände mit seinem Anti-Clifford Deck. Mal schauen, ob Tati diesmal beeindruckt ist oder auch nicht. Ja, erste Hand. Schauen wir mal, was er zieht. Wir fangen an, oder? Gehen wir mal davon aus, dass wir anfangen. Zweimal, dass wir anfangen. Genau. Okay. Neuer Mirror Force ist das? Ja, also man sieht schon, eigentlich schon echt eine sehr, sehr, sehr starke Hand. Ja, kein Monster auf der Hand. Also fangen wir mal an, Upstart Goblin, Card of Demise, Pot of Duality, die neue Mirror Force und Vanity Emptiness. Ja, dann, okay Nico, wie würdest du jetzt weitermachen? Also ich würde erstmal die setten, ja. Ich würde jetzt Card of Demise machen, okay. Weil ich würde auf jeden Fall nicht Pot und Upstart vorher machen, weil ich will erstmal schauen, was mit Card of Demise kommt, mit Upstart nicht, dass irgendwie ein Monster kommt oder sowas, mehr ziehen. Und das Monster will ich mir durch Scout holen, also dass ich irgendwie Scout bekomme und dann, dass ich das Monster hole. Ich schaue mal. Ja, okay. Gut. So, die drei haben wir jetzt gezogen. Jetzt natürlich die zuerst aktivieren. Ja, auf Scout natürlich, ist immer das erste Ziel bei der Karte. Genau. Dann machst du Scout-Effekt wahrscheinlich, oder? Und suchst das Monster? Nee, ich würde erst Upstart spielen, weil okay. Falls ich Monster spiele, kann ich mit Scout immer noch Recreate. Ja. Genau. Eine sehr gute Karte, die Nico mit Bedacht in sein Deck reingetan hat, natürlich, ja. Ja, aber hundertprozentig. Ja, siehst du, jetzt habe ich zum Beispiel Monster gezogen. Er hat Monster gezogen. Deswegen mit Scout. Hätte ich jetzt zwei Monster, ja. Müsste ich eins abwerfen. Oder okay. Könnte ich auch Scaling. Ja. Das ist schon aber sehr wichtig. Ja, und jetzt macht der Effekt also, natürlich Ding. Ja gut, jetzt mache ich erstmal Top, sag ich mal. Machst du nicht Effekt? Scout? Ja. Ja, Scout. Jetzt muss ich schauen, sag ich mal, kann ich viele verdeckt legen. Also Platz ist, glaube ich, noch genügend da. Er sucht sich Recreate. Ich spiele keinen Sacrifice, ja, das wundert paar, aber ich spiele die nicht, weil ist ich... Ist das der richtige Move? Wieso? Jetzt hast du drei Zaubern fallen, aber nur noch zwei Plätze. Aber eine aktiviert der noch. Eine aktiviere ich noch. Wieso? Jetzt habe ich... Warte mal, zwei... Wieso? Also allerdings Pot aktiviere ich noch. Also es okay. Müsste funktionieren, ja. Genau, das ist jetzt meine Hand. So. Ja, das war nicht der richtige Move, glaube ich. Wieso? Okay, ja, Tal der Toten noch. Ja, weil das wäre jetzt so, zum Beispiel, wenn es Tal der Toten nicht wäre, ja. Hättest du vier Karten, die du irgendwie setzen müsstest, aber nur Platz für drei. Stimmt, ja. Ja. Also sprich, hier hätte man das Scout wahrscheinlich dann erst nach dem Pot aktivieren müssen. Und dann kannst du ja noch mal überlegen, ob du ein Monster hast oder nicht. Monolith holen oder Monolith, ja. Genau. Ja. Ja. Aber er hat jetzt Tal der Toten auf die Hand genommen, was natürlich wieder richtig stark macht, ja. Tal der Toten. Also diese Kombo-Videos sind doch nicht so leicht, oder? Vielleicht sollte man da Chong doch nicht so fertig machen. Nein, die Kombo, er hat das genau richtig gespielt. Ja. Er wusste, dass er die zieht. Genau, die drei noch verdeckt. Okay. Und im Endeffekt neue ja. Mirror Force, ne? Das fällt. Also kommt drauf an, gegen was man spielt. Aber ich sag mal, gegen fast jedes Deck müsste das eigentlich ziemlich gut sein. Chaos-Fallgrube, sag ich mal, gegen Cosmo-Monarchen, wäre der Eitelkeit gegen Pendel zum Beispiel. Hong würde jetzt bestimmt Eccentric haben und das Richtige wegschießen. Ja. Würde einfach den Vanilla-Normeln. Genau, Hong würde einfach den Vanilla-Normeln und jetzt den angreifen. Ne? Und, aber ansonsten, sag ich mal, wenn der jetzt stirbt, wenn er jetzt Scout nicht wegbekommt, kann man Monolith oder Monster ja. Und dann kann man, sag ich mal, ne? Okay. Also wenn Scout liegen bleibt, sag ich mal, ist das... richtig starker Beginn. Also erste Starthand hat man gesehen, ja, gut gezogen, gut nachgezogen auf jeden Fall. Für viele Decks wird es wahrscheinlich sehr schwer sein, das zu durchbrechen. Ja. Schauen wir uns mal die zweite Starthand an. Wir beginnen wieder. Du als Kosmospieler, wäre es da gewesen, wäre es schwer gewesen? Natürlich wäre es schwer gewesen, allein Emptiness und Chaosfallgrube.
Necrobelly noch dazu, ja, ist schon echt schwer, ja. Okay, zweite Starthand. Chaosfallgruppe Clifford Helix, Clifford Monolith. Chaosfallgruppe noch eine und ein schwarzes Loch, ja. Das sieht schon mal ganz anders aus jetzt. Ja, wenn man jetzt, sag ich mal, kommt drauf an, da würde ich wahrscheinlich nur eine Chaosfallgruppe setzen und einmal den Helix draußen, weil, sag ich mal, nicht, dass der Gegner Twin Twister hat. Wenn ich zwei setze, würde ich beide verlieren. Und, sag ich mal, Chaosfallgruppe, meistens geht die, also eigentlich fast, die gibt immer nur die Normalbeschwörungen. Deswegen, sag ich mal, brauche ich keine zwei in einer Runde. Ja. Und von dem her wäre der Zug war ja wahrscheinlich... Ja, würdest du, wenn du jetzt anfangen würdest mit so einer Hand zum Beispiel, ja, würdest du nicht einfach nur eine setten und nicht mal ein Monster spielen, damit der Gegner erstmal nicht weiß, was du spielst? Ach so, meinst du, wenn es das überhaupt ist, ja. Also wenn du das erste, wir gehen davon aus, dass es vielleicht das erste Game ist, also du spielst und fängst an, würdest du dann das Monster trotzdem spielen oder nicht? Ich würde es wahrscheinlich nicht spielen, weil, also ich würde trotzdem das Monster spielen, weil ich kann dann immer noch, sag ich mal, falls ich dann irgendwie, jetzt ziehe ich zum Beispiel Pott nach und ja, man kommt irgendwie vielleicht an Scout und dann kann man den Helix, kann man opfern, sag ich mal jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, ich ziehe jetzt irgendwie nächste Runde und krieg Scout raus, ne? Auf, ich sag mal, man kriegt die vielleicht irgendwie durch Topf, durch die Mais oder keine Ahnung, ja, ja, zieht man die nächste Runde, ne? Dann kann ich einen Clifford aus dem Deck holen, kann den opfern, kommt der Effekt und dann kann ich wieder pendeln. Ne? Ja. Du kannst ihn auch aus der Hand pendeln. Aber ich kann dann, was meinst du, pendeln aus der Hand? Ja, ja, aber ich will ja den Effekt von ihm machen, dass ich den opfere und dann hinten einen zerstören kann. Oder halt Scale oder hinten eine. Nein, er meint jetzt, wenn er jetzt irgendwie, er hat ja den auf der Hand gehabt und den, der wäre dann entfernt, also wer wäre, oder er wäre auf dem Feld, ist ja egal. Und wenn er ihn dann zieht durch die diversen Drawkarten, genau, könnte er dann ein Monster suchen, dann in den opfern, dann einen hinten schießen. Genau. Also das war halt dann, das war die. Das hat die auf der Hand, ja. Genau, es war halt nur auf die, war nur auf die Frage hin, weil ich ihn gefragt habe, ob er das Monster dann ausspielen würde oder nicht. Ja, ja. Also sagen wir, ich komme an Scout, hole mit Scout dann Helix, ja, opfer ich den Helix, kommt das Extra-Deck und pendel dann. Damit, ne, du halt gleich was machen kannst. Genau, dann kann ich noch eine ziehen, ja, mit Monolith. Also von dem her... Ja. Also man sieht jetzt, die zweite Starthand war jetzt nicht wirklich, ja, wie sagt man... Also stark oder krass, er konnte zwar noch eine Samen negieren, hat noch Dark Hole auf der Hand gehabt, ja, ja. Ja, also war auch keine optimal, also optimal soll es eigentlich laufen, dass man drei, sag ich mal, hinten verdeckt hat, dass man da irgendwie mehr Backrows hat, ja, damit nur einer Backrow, ja, kommt drauf an, jetzt was der Gegner spielt, was er hat, ja. Okay. Kommen wir zur dritten Starthand, der Gegner fängt an. Schauen wir mal, wie es da ist. Wie fängt der Gegner an? Ja, weiß ich nicht. Wie fängt ein Gegner an? Mit Tinken. Tinken und einen zum Beispiel verdeckt hinten, oder? Warte, leg da kurz irgendwas hin. Okay, warte jetzt kurz. Also, Cosmo-Spieler hat Tinken gespielt, Call verdeckt, Cosmojo verdeckt, hat auf der Hand noch vielleicht einen Slip Rider, hat sich durch seinen Effekt eine von den beiden Karten eventuell geholt, ja. Und dann halt, wenn man gegen Anti spielt, ist die natürlich immer sehr gut. Also soll man sagen, nehmen wir mal, er hat einen Dark Destroyer, ne? Ja, aber das ist ja seine Hand hier. Ja, ja, aber man hat ja nicht nur okay, ein Monster auf der Hand. Ja? Ja. Und dann halt im Lady und Verdunkler im Friedhof. Ja. Schauen wir mal. Also. Okay. Nico fängt an mit der neuen Mirror Force, ein Scout, ein Dark Hole, eine BTH und ein Helix. Schwierig, schwierig. Also das, also wie würde man das spielen? Das ist wirklich schwierig, weil Tinken 2 verdeckt, ja, also das, Würdest du jetzt erstmal Scout aktivieren? Ja, ich überlege noch, ob ich erst Dark Hole und dann... Ich würde dir empfehlen, erst Dark Hole zu machen. Ja. Weil dann holt er ein Monster von der Hand. Ja. Wird er mit Sicherheit machen, damit er immer eine Option hat, Cosmojo zu aktivieren. Sagen wir mal Dark Hole jetzt, ne?
Genau. Dark Destroyer. Er würde Dark Destroyer beschwören. Dark Destroyer wird zerstört und dadurch holt er sich ein anderes Schiff und zwar... Was holt er sich damit? Entweder holt... Was holt er sich mit Dark Destroyer? Ja, holt sich, wenn man spielt, den... Ein Forerunner. Da man Cosmos ja. spielt, ein Forerunner oder vielleicht ein Walker, ja. Ja gut, aber Walker kann er nicht schützen. Sagen wir mal Forerunner. Also kann er Walker nicht schützen. Aber Walker... Ach so, meinst du? Also ja, Walker, einen von den beiden. Also ja gut, sag mal Forerunner, ja. Ich würde einen Forerunner zum Beispiel holen. Ja? Weil du dann immer noch die Option hast auf Cosmojo. Ja? Ja, gut, aber wenn ich jetzt Scout mache, ne? Ja, dann ist kette der Cosmojo an. Genau. Ja. Wird's entfernt. Was holt er sich mit Forerunner? Was holt er sich? Walker. Walker oder Hexe. Walker oder Hexe. Oder eventuell einen Tickcan oder einen Strawman. Ha? Oder? Nein, ich würde sogar... Wicked Witch. Ich würde ja, oder Wicked Witch. Aber ich würde sogar eventuell einen Strawman in Death holen, weil er hat 1,8 Death. Ich würde eventuell überleben. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Also wenn man weiß, dass der Gegner Klee spielt, ja. kommt man nicht über Strawman durch, außer man hat einen Klee in das Game. Zum Beispiel, ja. Kommt man, wenn man spielt Sacrifice, genau. Gut, das wäre jetzt das Problem. Okay, du hast so jetzt noch die Mirror Force und BTH. Ja. Okay. Würde ich jetzt setten. Und der wird dann entweder... Er wird wahrscheinlich, also entweder macht man jetzt Effekt Strawman holt Ding, würde ich aber nicht machen. Ich würde einfach Call machen auf Ding. Also ich persönlich... auf Eclipser, weil der einfach dann alles negieren kann. Ja. Er kann einmal negieren, ja, fertig. Dann halt ist er dran, dann macht der Strawman-Effekt ja. im Grunde. Ja. Also man sieht, welche Hand war das jetzt? Die dritte, gell? Die dritte. Okay. Ja. Also, man muss auch sagen, es kommt natürlich auch stark darauf an, ob man gewollt hat oder nicht. Ja, weil wenn ich weiß, dass ich, wenn es nicht das erste Spiel ist, wenn es das zweite oder dritte Spiel ist, dann wollte ich solche Karten zum Beispiel rein, Stormforth, Darkhold, weil die, sage ich mal, dann, wenn ich nicht anfange, bringen die mir mehr einfach als Karten wie zum Beispiel Recreate und so weiter. Ja, ne? Deswegen, gut, fürs erste Duell natürlich kann man das so in Betracht ziehen, aber beim zweiten und dritten, sage ich mal, spiele ich dann mehr drauf mit dem Board, ob ich beginne oder nicht. Also ja. Testen wir jetzt mal die letzte Hand noch. Nee. Nee, das reicht schon. Also auf jeden Fall haben wir jetzt drei Starthände gesehen, ja, waren ganz okay. Die erste war natürlich perfekt mit Card of Demise. Man sieht einfach, dass man durch Draw Power, durch Pot of Duality, Card of Demise einfach echt ein gutes Anti-Deck bauen kann, Anti-Deck spielen kann jetzt mittlerweile wieder. Ist es echt sehr, sehr stark. Ja. Wenn man sie nicht zieht, dann wird es sehr schwer, ja, aber ich denke, dass man dann noch durchhalten kann, bis man sie eventuell zieht. Ja. Das Schlimmste ist, sag ich mal, wenn man zu viel Monster zieht. Also man will eigentlich so wenig Monster wie möglich spielen, dass man die Monster nicht zieht. Und ja, Card of Demise ist schon, also heftig. Die ist echt heftig. Also die macht die Anti-Decks richtig stark und konkurrenzfähig. Und ja, also ich denke, die wird doch vielleicht bei der nächsten Bandlist wird die auf 1 gehen. Vielleicht. Ja, weil die ist, auf 3 ist die schon, also die ist auch ein richtig guter Top-Deck. Nicht auf der Starthand, man kann die später als Top-Deck vielleicht nachziehen und dann dadurch irgendwie wieder Darkhold, Rageki und so weiter. Also richtig gute Karte. Ja. Sehr gut, das war's von Nikos Deck und seinen Starthänden. Wir werden sehen, wie er sich in der DM schlagen wird mit seinem Anti-Deck. Und ich hoffe, das Deck hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare einfach mal so, was ihr davon haltet, von den Starthänden an sich, vom Deck an sich. Ja. Und berichtet es uns. Und ja, nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Servus, Jungs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.